kann froh sein, wenn wir irgendwann mal ein bisschen mehr Geld fahren. Du kommst gerade mit dem bisschen Fleisch rein, das du hast. Belädst dich wieder mit zweimal Bier. Ja, weil die Städte nicht viel verlangen. Das ist das Problem. Der Absatz ist nicht besonders groß. Wir bräuchten hier im Prinzip Holz oder Fisch, um Cusco wachsen zu lassen. Das kann ich euch noch nicht bieten. Ich habe nicht die Mittel. So, Forschung sind wir jetzt weiter. Dann können wir die Garrett schon mal reinholen. Bauen hier einen Bahnhof hin. Frage ist, wie am besten? Machen wir einfach mal so. Okay, und dann muss ich mal gucken, wie viel wir aufwenden müssen, um eine Verbindung bis nach Ica hinzubekommen. Oh, und bitte lass es viel sein. Lass es wenig sein. Gott, habe ich gerade viel gesagt? Peinlich. 800.000. Ja, ein paar Millionen. ...200.000. Weil es hier eben auch sehr teuer wird, ne? Wir graben uns ja direkt in den Berg rein. 195.000. Dafür, dass wir eine Verbindung von Salpeter bis nach Ica bekommen. Das ist echt verdammt viel. Das werde ich mir niemals leisten können. Ich muss erstmal versuchen, den Rest hier aufzustufen. Das heißt, Holz oder Fisch nach Cusco bringen wäre jetzt die Möglichkeit dazu. Hätte Cusco nicht Salpeter gebrauchen können? Verdammt. Na Gott sei Dank haben wir wenigstens Bier geliefert. Mais ist dann wenigstens auch unterwegs hier in die Stadt. Zinsen für Anleihen, die hauen mich auch wieder rein. Einmal Fleisch. Oh Gott, wie süß. Ja, niemand braucht nicht so viel. Selbst dieser Zug hat nur viermal Fleisch dabei. Die sind also gut versorgt, was Fleisch und Bier angeht. Theoretisch bräuchten wir wirklich einen Bahnhof hier vorne. Wie kriege ich das günstiger hin? Ich muss es anders machen. Ich kann mir so einen Mist nicht leisten. Ehrlich nicht. ...29% wird zu viel. Ja, nur 1,7 Millionen haben wir gleich. Nee, das wird nichts. Ich muss tatsächlich so rum. Und hier rein. So, 7%, das ist okay. Dann gehen wir jetzt einfach direkt am Berg entlang. Vielleicht bringt uns das noch ein bisschen Punkte. Bitte ohne Tunnel. Genau, geh mal den Berg hoch, 13%.
dann müssen wir das hier nur noch günstig hinkriegen. Aber selbst dann sind wir bei 260.000. Das kann ich mir niemals im Leben leisten. Weil er sich so tief in den Berg reingräbt. Das ist das Problem. Gut, wenn wir es ohne Reingraben machen, müssen wir auch nochmal probieren. Dass wir im Prinzip nicht mal an den Berg rankommen. Gehen wir eben außen rum. Warum entsteht hier eine Brücke? Ich will nicht, dass hier irgendetwas entsteht. Außer meine Schienen. So, dann wären wir trotzdem bei 222.000. 216.000. Selbst das würde uns zu 204.000 bringen. Ich bin echt am Überlegen, Holz zu holen oder Fisch. Das würde uns zumindest erst einmal ein bisschen was sichern. Dann hätten wir zumindest mal ein bisschen Geld. Alles andere hat doch keinen Sinn hier. So, dann hätte Cusco jetzt Fisch. Und selbst das kostet 137.000 Dollar. Ich hätte vorher speichern sollen, bevor ich überhaupt weitermache. 24 Ladungen Salpeter werde ich nie nach Ica bringen, nicht auf diese Weise. Theoretisch müsste ich das hier hinten rum handeln, damit ich überhaupt einigermaßen günstig dabei wegkomme. Ich glaube, so ist es auch geplant, dass du erstmal mit einer Schiene komplett durchs ganze Land fährst und immer bloß die Züge hin und her fahren lässt. Alles andere hat ja keinen Sinn hier. So, jetzt haben wir 134.000, 131.000. Das wäre im Prinzip unser neuer Preis. 130.000. Dafür bekämen wir Fisch nach Cusco. Cusco würde wachsen, würde mehr Fleisch verbrauchen, aber auch Bier. Es würde unsere komplette Wirtschaft nach oben schießen lassen. Aber dafür müssten wir erstmal so weit kommen und vor allem das ganze Geld haben. Oh je, Brauerei in Salta will ich nicht haben, dankeschön. Tja, lass die Zeit schnell laufen. Ich habe eh nichts zu tun. Ich muss eh warten und ich glaube, ich nehme jetzt noch eine Kirzenmeier, die bitte Leute von hier nach da bringt, um wenigstens die Passagiere und Post hin und her zu bringen. Ja, doch nochmal zusätzlich Asche. Wenn auch nicht viel. So, ihr trefft euch hier vorne. Du musst erstmal warten. Oder auch nicht, weil der hier oben wartet. Wir befinden uns im November 1900. Ich kann mir nichts leisten. Es ist furchtbar. Ein paar Leute sind nach Cusco unterwegs. Wir bekommen das ein oder andere Dollarchen durch Bier. Ein paar Leute wurden hierher gebracht.
nach Ika. Nix ist mit 80.000 im Quartal. Schön wäre es, da hätte ich in zwei Quartalen jetzt wirklich 160.000. Du wartest dort oben, pumpst dich gerade auf. So, jetzt sind wir noch bei 80.000. Sind allerdings auch schon im Januar 1900. Wahnsinn. Nee, ich kann es mir nicht leisten, den Fisch jetzt erstmal aufzubauen. Ich muss tatsächlich erstmal Salpeter rüberbringen. Und ich kann es mir auch nicht leisten, überhaupt noch weiter zu warten. Ich muss auch die Kredite irgendwann zurückzahlen. Nee, das geht nicht anders. Ich muss jetzt erstmal für andere Dinge sorgen. So leid es mir tut, ich muss die Züge hier verkaufen. Ich baue das gerne später wieder auf, aber jetzt hat erstmal anderes Vorrecht. Zumal Cusco ohne Fisch sowieso nicht wächst, also insofern ist es egal. So, I'm deeply sorry, but I have to do that. To delete everything. Okay. Und damit sind wir bei 212.000. Jetzt müssen wir noch den Zug fahren lassen. Dafür entfernen wir den Bahnhof beim Fisch. Eine Kitzenmeier fährt jetzt bitte Salpeter nach da. Das hätte ich gleich so machen sollen. So, und wenn das Geld angekommen ist, dann können wir wieder einen neuen Bahnhof setzen und Cusco mit anderen Dingen versorgen. Aber ich brauche jetzt erstmal die Asche, ich brauche jetzt erstmal die Verbindung direkt. Sonst habe ich echt Probleme. Hätte ich das mal eher gewusst. Vielleicht mache ich nochmal, dass ich den Autospielstand neu lade und die anderen Dinge abreiße. Dann müsste das einigermaßen gehen. Hier lasse ich die Leute so oder so noch hin und her fahren. Okay. Und wir haben sehr, sehr viele Forschungspunkte bekommen. Dann erforschen wir jetzt meinetwegen das hier und das hier. Damit sind auch Züge endlich günstiger. Salpeter geht rüber nach Ika. Und dann brauchen wir die Verbindung nach Iquique. Und müssten die eigentlich schon viel, viel größer machen, denn bis 1903 haben wir nur Zeit, dort 50.000 Einwohner hinzubringen. Die brauchen Fleisch, die brauchen Fisch, die brauchen alles. Ich meine, wenn das erstmal läuft, dann geht es ja einigermaßen, aber im Moment läuft hier überhaupt nichts. Gar nichts. So, wir hatten ja einiges an Geld wieder zurückbekommen, dadurch, dass wir hier das Ding rangebaut haben. So ist schön. Okay, 85.000 würde es kosten, das Ganze erstmal bis hier zu setzen. Das ist mir zu teuer. Zumal die sowieso erst noch Fisch brauchen. Nö, dann machen wir jetzt erstmal eine Verbindung nach Iquique. Und setzen hier Ausweichgleise, um noch einen weiteren Zug fahren lassen zu können. Das ist überhaupt die Idee. Nö, nee, ganz so viel muss es nicht sein. 25.000 reichen erstmal aus für eine Strecke. Signale setzen. So,
Das Exportlager wird dafür sorgen, dass hier einiges rankommt. Wir brauchen später auch noch einen Versorgungsturm. Auf jeden Fall aber noch eine weitere Ausweichstrecke, die setzen wir hier vorne mit ran. Ja, die kann auch kleiner sein. Für 20.000 Signale setzen. Andersrum, so. Genau, du biegst ab, wunderbar. Dann brauchen wir jetzt nur noch hier eine Ausweichstrecke und dann ist gut. Und jede Menge Geld, um einen weiteren Zug fahren lassen zu können. Export steht wieder zur Verfügung und ich kann ihn mir nicht leisten, es ist doch zum Heulen. King of Rails unter Volldampf. Tja, Auktion ist beendet. 29.000 haben wir aktuell, 42.000, dann können wir jetzt die nächste Kitzenmeier fahren lassen. Ach ja, die sind ja jetzt günstiger. Oh, wie praktisch. Fahren wir hin und her. Ja, so viel Salpeter kommt jetzt gar nicht zustande. Die haben gar nicht damit gerechnet, dass sie überhaupt irgendwas produzieren müssen. Aber okay, Salpeter ist unterwegs. 7 ist der Verbrauch in der Woche. 5,6 werden aktuell überall angefragt. Oder produziert in der ganzen Welt. Du wartest jetzt hier vorne darauf, dass er kommt. Ja, es fehlen Betriebsmittel. Es fehlt außerdem an Geld, damit ich hier noch eine Ausweichstrecke hinsetzen kann. Denn der wartet jetzt die ganze Zeit hier vorne. So hoch ist die Produktion aktuell nicht. Wir befinden uns schon im März. Ach, hier ist eine Brücke. Wer hat die denn eingesetzt? Nö, das wird mir auch zu klein. Warte mal. Dann setze ich es lieber woanders hin. Hier vorne hin. Direkt hinter der Brücke. So ist schon besser. Ich will ja gleich den Versorgungsturm mit drin haben. Der soll ja dann in der Mitte stehen. Wunderbar. Okay, das läuft. Und dann können wir hier nämlich später die Verbindung nach Dingsbums gleich mit ransetzen. Nach Iquique. Oder Iquique. Je nachdem, wie man es sagen möchte. Ja, und ich muss eigentlich erstmal die Kredite zurückzahlen. Das werde ich nicht schaffen. Sorge in Iquique für 50.000 Einwohner. 8 Ladungen Salpeter sind jetzt bisher hingebracht worden. Es sind noch einige Ladungen unterwegs, also diese Aufgabe geht von alleine weiter. Zinsen für Anleihen sind auch fällig. Dann müssen wir hier nach unten. Das heißt, theoretisch müsste ich jetzt erstmal den Kredit zurückbezahlen, um einen neuen Kredit aufzunehmen und damit dann wieder andere Dinge zu machen. Wäre es manchmal ganz gut, die ganze Verbindung zwischen Cusco und Lima aufzulösen? Es ist im Moment das Einzige, womit wir Geld verdienen, aber es bringt mir auch überhaupt nichts. Die Berg steht auch schon zur Verfügung. Die könnte denn hier hin und her fahren, aber das bringt mir nichts. Panne, niedriger Zustand. Das war klar, dass das vor irgendwann passiert. Ah, daran muss ich mich wohl gewöhnen. Ihr habt wenigstens noch 6-mal Salpeter. Du hast 3-mal Salpeter. Dann wäre jetzt nochmal 9-mal da. Und dann fehlt im Prinzip nur noch 8. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wenn der hier wieder zurück ist, dann wird er 8 bekommen. Und was mache ich jetzt mit der Kicke? Hier fehlt auch noch ein Versorgungsturm. Brauerei in Salta. Er pumpt sich auf, sehr schön. Ist damit wieder schneller unterwegs. Dann brauchen wir doch irgendwie Geld. Geld, Geld, Geld. Geld regiert die Welt und wir regieren die Welt und alle regieren die Welt.
wenn ich wenigstens noch so circa 300.000 hätte. 300.000, um Holz oder Fisch nach Cusco zu bringen. Dann könnte ich hier die Produktion überall ankurbeln. Das wäre eine der reichsten Städte der Welt. Erste Aufgabe war das mit dem Quartalsgewinn. Hätte ich überhaupt nach Cusco gehen müssen, dürfen, wie auch immer. Ja, hätte ich. Hätte ich sowieso machen müssen. Mal abgesehen davon, dass die uns hier wahrscheinlich schon genug wieder reingespielt haben. Denn das sind 1983 die Woche. Ist das hier das Einzige gewesen, womit wir einigermaßen Geld machen konnten, weil wir hier wenigstens Fleisch und Bier hin und her gebracht haben. Aber ich krieg die Städte nicht größer. Nicht auf diese Weise. Theoretisch hätten wir noch Holz gebraucht. Das bisschen Salpeter, das reißt auch nichts wieder raus. Okay, gut. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich guck mal, wie wir das jetzt machen. Ich werde mir noch irgendwas überlegen. Wir brauchen über 200.000, ansonsten haben wir in ein paar Wochen verloren. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich.